Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Ich habe jetzt da eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber man kann es ja mal versuchen. Ich möchte mal einen alten, trockenen Tabak aufbacken. Und zwar, schwenke ich mal um, ist das dieser Tabak, der Indigo Flake. Der ist schon ziemlich trocken, oder sagen wir mal schon richtig trocken. Und den möchte ich jetzt mal aufbacken. Den werde ich dann wieder so verschließen. Deckel drauf. Und so circa 85, 90 Grad. Muss ich mal schauen. Ich schätze mal eher 85 Grad. Im Backofen. Ober-Unterhitze. Für 5 Stunden mal aufbacken. Dann werde ich euch einmal das Ergebnis zeigen, ob das geklappt hat oder nicht, weil wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hätte ich den Tabak so und so entsorgt. Dann lassen wir uns mal überraschen. Jetzt ist es genau 14.50 Uhr. Dann schwenke ich mal darüber zu meinem Ofen. Der hat jetzt 85 Grad bei Ober- und Unterhitze. Mache jetzt mal da auf und lege den Tabak hier rein und dann schauen wir mal, wie der sich macht innerhalb von 3 Stunden, so kurz vor 20 Uhr, 5 Stunden, kurz 5 Stunden bis kurz vor 20 Uhr und dann schauen wir mal da rein, was das so macht oder beziehungsweise werde ich den Tabak dann rausholen und abkühlen lassen. Dann geht es morgen weiter. So, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt ist es soweit. Der Tabak war jetzt, statt 5 Stunden habe ich vergessen, 6 Stunden im Backofen bei 85 Grad. Heute früh habe ich ihn rausgetan. Ich habe wirklich noch nicht reingeschaut und das mache ich mit euch jetzt. Entschuldigung, habe da so eine Tablette, Vitamintablette und sollte man vorher lutschen, nicht wenn man da am Film dreht. Aber nur schnell zum Zeigen. Jetzt machen wir mal den zusammen auf, machen wir mal einen Rütteltest. Heucht sich immer noch trocken, aber ist ja egal, jetzt schauen wir mal. Ich hätte ihn ja so und so weggeschmissen. Ich muss jetzt die Tablette da raus tun, das bringt nichts. So, jetzt machen wir mal auf, schwenke mal das Handy mal da runter. Hoffe, dass wir das so einigermaßen erkennen können. Das mache ich mal auf. Also auf geht es mal locker. Locker leicht. Ich habe da mal gelesen, das soll man mal mit dem Papier machen. Nicht, dass jetzt einer sagt, oh, das hätte ohne Papier machen müssen. Nein, das kann man schon so verwenden. Das sind ja gerade einmal 85 Grad. Aber von Ding her ist jetzt auch, das könnt ihr sehen, total bröselig. Also das hat nichts wirklich ausgemacht. Schade um die Energie, aber ich wollte es halt einmal so ausprobieren. Vielleicht hätte ich ihn ein bisschen befeuchten sollen. Aber davon habe ich nichts gelesen. Ne, ihr könnt ja sehen. Ich hätte es da wirklich gerne mit euch eine geraucht. Ich habe mir da schon ein Pfeifchen hergerichtet. Aber das war ein Satz mit X. Leider, meine lieben YouTube-Freunde, ist das Experiment in die Hose gegangen. So, dann machen wir das zu und dann kommt die in die Tonne. Ein Versuch war es wert. Das war's dann schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert, 40 und gesund bleiben. Servus.